Moin Freunde, ich bin der Marcel und ihr seid natürlich herzlich willkommen hier bei mir auf dem Channel Infinity NES. Heute mit einer weiteren Episode von NES Quick. Yes, die zweite Folge NES Quick ist da und wir spielen heute Galaxy 5000 oder Galaxy 5000 oder wie auch immer. Einen kleinen Action-Racer, Isometrie-Racer von Activision aus dem Jahre 1990. Fürs NES und ja, ich würde sagen, bevor ich lange quatsche, fangen wir direkt an. Das Spiel sollte eigentlich für sich sprechen und ich möchte gerne heute auch eine etwas kürzere Folge hinlegen, denn es heißt ja, wie gesagt, letztes Mal schon NES Quick und nicht NES Lava so lang. Also gleich rein ins Vergnügen. Yes, ja, wir haben gar kein Intro, keine Story, kein gar nichts. Wir haben hier nur diesen kleinen Startbildschirm. So sieht also die Galaxie in 3000 Jahren aus. Na, ich würde sagen, starten wir doch einfach mal direkt. Ja, wir können hier auswählen, ob wir alleine oder zu zweit spielen wollen. Es gibt einen Spy-Player-Modus. Man kann also einen Planeten mit zwei Playern spielen. Und ich bin aber jetzt ja hier alleine und benutze mal die Standard-Controls. Das ist unser Flitzer hier. Und ich würde sagen, wir legen mal los. Yes, wir starten auf Merkur. Und das Ganze erinnert so ein bisschen, ja, wer so Rock'n'Roll Racing... Oh, da geht's auch schon... Rock'n'Roll Racing oder so kennt für ein Super Nintendo, der kennt diesen Isometrie-Look. Ich habe schon mal damals Biker Mice für ein SNES empfohlen. Das geht auch in die Richtung. Man flitzt also mit seinem Flitzer schön hier über den Kurs. Das Ganze beginnt wirklich sehr einfach. Ich glaube, es sind immer drei oder vier Runden. Man kann springen. Also wie ihr seht, ne, man kann mit dem Gleiter springen, man kann auch neben die Bahn springen, so wie ich hier gerade. Und man kann auch schießen, man hat also eine Waffe an Bord, mit der man seine Kontrahenten so ein bisschen aus dem Spiel ballern kann, so wie ich das hier gerade mit dem jungen Mann in Lila versuche. Ja, und man flitzt sich also so durch. Man kann später auch noch seinen Gleiter upgraden und andere Waffen dazu bekommen. Und ja, das geht dann so ein bisschen über die Planeten hinweg. Das sind immer drei Kurse pro Planet. Und hinterher hat man dann hoffentlich die große Challenge gewonnen. Das Ganze kann mehr oder weniger für sich sprechen. Das Einzige, was ich jetzt hier schon gleich merke am Anfang, ich habe das eine Weile nicht gespielt. Oh, und hat es mir ein bisschen abgewöhnt. Es geht super auf die Daumen. Also wer von euch empfindliche Daumen hat, für den ist das Spiel nichts. Man könnte es auch vielleicht mal versuchen mit einem Arcade-Stick oder mit einem NES Advantage zu spielen, wo man eben ein bisschen... wo man eben diesen Joystick zur Verfügung hat. Das könnte vielleicht ganz gut klappen. Ich benutze jetzt hier diesen Standard-Controller in Form eines Bishu-Zippers, den ihr schon aus meiner Roomtour kennt. Ja, jetzt sind wir hier im Menü und jetzt können wir hier entscheiden, was wir machen. Wir können quasi hin und her tauschen zwischen Damage und Money, indem wir einfach ja, das Steuerkreuz in die entsprechende Richtung bewegen. Ich repariere jetzt einfach mal ein bisschen unsere Schäden und dann ja, kann man noch sehen, dass man also 100.000 Credits sparen muss, wenn man sich den Crusher, das ist also der nächste, das nächste Upgrade vom Vehicle, leisten will. Jetzt kommen hier schon so die ersten Hindernisse in den Weg. Da unten sind auch schon ein paar Upgrades, Waffen-Upgrades. Die haben wir jetzt nicht gekriegt. Und ihr seht das schon, ne? Also da kommen Stacheln aus dem Boden und so weiter und so fort. Und ja, wenn natürlich die Damage-Leiste entsprechend voll ist in so einem Rennen. Jetzt hänge ich hier super geil fest. Yeah. Also ihr seht schon, ich bin ein absoluter Pro-Gamer. Vor allen Dingen in diesem Spiel hier. Total Pro. Aber es geht ja nicht darum, Pro-Gamer zu sein und hier das Spiel wegzurocken, sondern es geht ja darum, euch das Spiel zu zeigen. Und ich glaube, sehen kann man es auf jeden Fall trotzdem. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe es noch nie zu zweit gezockt. Ich müsste mal ausprobieren, wie es aussieht. Ich bin jetzt hier nur gerade alleine, deswegen geht es nicht mal. Jetzt habe ich hier so ein Waffen-Upgrade auch mir gezogen. Mal gucken, ob wir den irgendwie wegballern können hier. Den zweiten mit dem lilanen, mit dem habe ich es irgendwie. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die Steuerung. Und wie gesagt, es geht halt echt arg auf die Daumen. Also, das ist schon gut hart. Ja, aber wir machen hier ein bisschen Boden gut. Ja, doch gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Zweiter, immerhin. Also, ihr seht, ganz so schlecht bin ich denn irgendwie zum Glück doch nicht. Man kriegt, wie gesagt, immer ein bisschen Score, ein bisschen Credits, ein bisschen Money. Und jetzt kann man wieder ein bisschen reparieren. Ja, und wenn Money entsprechend
genug da ist, kann man sich eben auch den nächstbesten coolen Flieger kaufen, der dann eine andere Standard-Bordwaffe hat und der vor allen Dingen auch schneller ist. Und dauert aber natürlich ein paar Rennen, bis man sich den schön abgesegelt. Richtig geil. Richtig schön den Super Speed und ab in die ewigen Jagdgründe. Ja, ich spiele hier auf jeden Fall nochmal ein Ründchen. Ich würde sagen, so die erste Renngruppe hier auf dem Merkur, die ziehen wir auf jeden Fall nochmal gemeinsam durch. Und was kann ich noch zu dem Spiel sagen? Ja, also ich finde es für NES-Verhältnisse auf jeden Fall grafisch echt flott, muss man echt sagen. Also es ist ja schon durch diesen Isometrie-Grafikstil hat das Ganze natürlich schon irgendwie auch so fast so ein bisschen 3D-Style und gefällt mir auf jeden Fall echt gut. Als ich das erste Mal gespielt habe, war ich total überrascht davon. Ist ein kleiner Geheimtipp irgendwie, weil also das Spiel nicht bei jedem in der Sammlung rumliegt. Also es ist nicht ganz so ein geläufiger Titel. Yes, schon wieder schön an der Balustrade hängen geblieben. Ich glaube, der vierte Racer ist schon abgeschmiert. Den hat es, glaube ich, eben zerlegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir versuchen jetzt hier nochmal ein bisschen Land zu gewinnen. Also, schönes Spiel. Ich bin eine Weile hängen geblieben, als ich es neu hatte. Was muss man hinlegen dafür inzwischen? Ich denke so, dass man um die 15, 16 Euro, 20 Euro... Ich habe es damals, weiß nicht, ist jetzt ein paar Monate her, ich habe es damals mit Anleitung gekauft. Bei eBay für 20, glaube ich, auf jeden Fall. Und finde es ein echter Geheimtipp. Also man kann auf jeden Fall gut mal eine Runde Galaxy 5000 spielen, ohne sich dafür zu schämen. Und ich finde, dass man dem Spiel so richtig schön anmerkt, dass es eben ja, so ein Vorfahre ist von entsprechend berühmten... Ah, guck mal, er hat schon so einen Crusher-Wagen sich gekauft, der rote. Von so berühmten Spielen wie Rock'n'Roll Racing oder diese ja, ganzen 3D-Isometrie-Racer, die es da eben halt so gibt. Auch auf dem NES gibt es ja ein paar. Wer also sich dafür interessiert, könnte RC Pro-Am nochmal einlegen, beziehungsweise nochmal angucken. RC Pro-Am ist auch so ein Spiel in der Richtung, allerdings natürlich nicht im Weltall, sondern entsprechend mit Rennwagen. Aber mit ähnlich geiler Stimmung, mit ähnlich viel Spielspaß. Ja, Galaxy 5000 ist auf jeden Fall ein Tipp, finde ich. Und man kann es auf jeden Fall sehr gut mal... Oh, das war schon gut, Pro. Diese grünen Bunker kommen jetzt dazu. Die ballern einen natürlich auch noch von der Seite an. Nicht nur, dass es eh schon die Feinde tun, sondern auch noch die... Aber wir springen also gekonnt rüber. Und ich bin Erster. Ja, ich finde es gut, dass die Plätze, also die aktuelle Platzbelegung, auch wenn die Rennen ja sehr kurz sind, aber dass es immer auch angezeigt wird. Und da haben wir das Race gewonnen. Und ich glaube, dass es das jetzt mit Merkur war. Und sieht gut aus. Wir sind natürlich gut gedamaged jetzt hier. Ich muss das mal ein bisschen reparieren. Ja, Sound, weiß ich nicht. Also, das geht einem schon ziemlich auf den Keks, auf jeden Fall, finde ich, auf Dauer. Und da habe ich dann nachher entsprechend in der Bewertung auch ein paar Punkte abgezogen. Aber dazu kommen wir dann ja gleich nochmal. Ja, jetzt geht es hier auf dem Venus weiter. Auf der Venus, dem Venus-Planeten, was weiß ich, weiter. Und ihr seht schon, kleiner Farbwechsel. Das Prinzip ändert sich nicht. Es kommen aber ein paar mehr Elements hinzu. Jetzt geht hier die Bahn noch so ein bisschen abschüssig. Und kombiniert also mit solchen Sprungelementen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Also die Bahnen sind immer ein bisschen abwechslungsreich und werden auf jeden Fall auch schwieriger. Ihr seht schon die Möglichkeit hier auch quasi quer so über die Ecken der Bahn zu springen. Ist auf jeden Fall, finde ich, echt nett. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut, wenn man sich da so ein bisschen in diesen Isometrie-Look, 3D-Look reingefummelt hat. Dann kann man hier auf jeden Fall sich auch ganz gut dran gewöhnen. Und ja, auch wirklich gut von der Bahn runterfallen. Yes, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, also ich würde sagen, ich spiele auf jeden Fall gleich nochmal eine Runde Galaxy 5000 weiter. Aber um euch das Spiel zu zeigen, reicht es mir an dieser Hausvorab, an dieser Stelle erstmal. Und ja, gebt gerne euren Senf in die Kommentare, was ihr vom Spiel haltet. Ja, super. Also, richtig schön veräumelt das Ding. Und ja, das war's von mir jetzt hier vom Gameplay. Und schauen wir uns auch gemeinsam nochmal ein bisschen die Bewertung an, weil es natürlich vor allem darum geht, wie viel Prozent Superhype das Spiel jetzt bekommen hat. Also für den Superhype-Faktor treffen wir uns auf jeden Fall gleich nochmal im großen Screen. Und von daher, ja, mir macht es eigentlich Spaß und lass uns doch einmal die Bewertung anschauen.
Galaxy 5000 ist ein nettes Spiel. Es ist jetzt kein Oberkracher so. Es ist kein absolutes Must-Have. Ihr seht hier die Bewertung. Die Superheit liegt bei insgesamt 76%. Ich musste leider echt beim Sound ein bisschen abziehen, weil mir es doch auf Dauer ein bisschen zu piepsig und ein bisschen zu nervig ist. An sich ist der Soundtrack cool, aber leider ein bisschen wenig abwechslungsreich. Beim Gameplay gibt es einen Punkt Abzug wegen der Daumenschmerzen. Also jeder, der da, wie gesagt, ne, also hier Rheuma-Patienten und so, lasst die Finger von dem Spiel, vor allen Dingen den. Und ja, was den Thrill angeht, es macht auf jeden Fall echt Laune. Es hält auch bei der Stange. Also ich finde es cool, dass man auch upgraden kann und dass es nicht einfach nur ein Racer ist, sondern dass man eben noch ein bisschen die Dimension der Garage sozusagen noch hat. Das hält mich da auf jeden Fall bei der Stange. Preis-Leistungsverhältnis ist, finde ich, relativ hoch, weil es eben ein Spiel ist, was man zu fairen Preisen bekommt, was nicht jeder in der Sammlung hat. Und dafür bekommt man auf jeden Fall ein grafisch schickes und auch einfach mal ein anderes Racing-Game. Und wer auf solche Isometrie-Racer steht, der sollte sich Galaxy 5000 auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Ich bin erstmal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von NES Quick. Macht's gut, liebe Freunde.